In diesem kurzen Tutorial beschäftigen wir uns mit der Volumenauswertung der einzelnen Geländeschichten. Hier sehen Sie wieder die Baugrube mit den verschiedenen Geländeschichten. Wir haben hier noch ein paar schönere Farben zugewiesen. Und nun als erster Gratistipp noch, verwenden Sie jeweils eine Begrenzung der Außenfläche. Somit wird die Rechenleistung auch für die Generierung und für die Auswertung gesteigert. Wir haben hier nun in der Palette wiederum den Abtrag als Total des einzelnen Modifikators und im Excel können wir nun die Details anschauen. Wir haben hier wiederum die Volumenauswertung und im Excel wird nun pro Geländeschicht die einzelnen Modifikatoren aufgeteilt. Sie haben somit die volle Kontrolle über die Abträge der einzelnen Geländeschichten und unten wiederum pro Geländeschicht ein Total aufgelistet. Wem die Excel-Auswertung noch nicht genügt, der kann auch gerne die 3D-Darstellung der einzelnen Elementkörper verwenden. Verwenden Sie hierfür wiederum das Exportieren der 3D-Körper inklusive Elementkörper und setzen Sie eine Kopie der Baugrube auf dem Teilbild ab. Sämtliche 3D-Körper der Kopie haben nun wiederum die Materialattribute inklusive Schichtbezeichnung erhalten. Das heißt, Sie sehen hier sehr schön drin die einzelnen Abtragsflächen, also zum Beispiel Abtrag Moräne oder Abtrag Fels und so weiter. Und diese könnten wiederum mit Alplan Reports ausgewertet werden. Eine bessere Kontrolle, eine genauere Massenermittlung gibt es nicht. Zusätzlich zu den Abtragskörpern werden auch noch die einzelnen Geländeschichten vom Körper auch noch dargestellt, wenn man die für weitere Animationen oder Übersichtspläne noch benötigt. Alle bekannten Funktionen von Alplan für die Schnittgenerierung, also Schnitt entlang beliebiger Kurve, Architekturschnitt, assoziativer Schnitt oder auch das Rendering, können natürlich für die ganze Baugrube verwendet werden. Wie schon bereits in vorhergehenden Videos gezeigt, erhalten sämtliche Elementkörper ja Objektattribute, nämlich den Objektnamen und das Material und können somit mit den gängigen Reports von Alplan ausgewertet werden. Sie können auch mit variablen Textbildern arbeiten oder mit Legenden, ganz nach dem, wie Sie gerne wollen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und beim Anschauen der folgenden Videos.